Der Weg zu dem Treffen mit den Geldfälschern führt uns in eine zwielichtige Gegend von Lima. Ab jetzt keine Kameras mehr. Alle sollen nur noch T-Shirts tragen, keine Hemden mit Knöpfen und keine Uhren. Und das sagst du mir in letzter Sekunde? Du hast gesagt, du rufst mich an und bestätigst mir das. Im letzten Moment ändern sie den Treffpunkt. Verdammt! Sie sind schon da. Sie sind da? Ja. Sie warten schon. Durch den Ortswechsel sind wir spät dran. Ich frage mich, ob diese Leute eine Ausrede suchen, um uns zu versetzen. Geldfälscher sind in Lima aktuell sehr vorsichtig. Doch das wäre ich auch, wenn ich gejagt werden würde. In letzter Zeit gab es mehrere große Razzien. Bei einer davon wurden ein paar Tage vor unserer Ankunft 5 Millionen Dollar Falschgeld sichergestellt. Die peruanische Nationalpolizei gab uns diese Aufnahmen. Es war sehr anders, als ich erwartet hatte. Ich dachte, die Geldfälscher würden in Lagern oder Fabriken in dunklen Ecken der Stadt arbeiten. Doch ein Großteil scheint in Wohngebieten abzulaufen. In ruhigen Straßen, in Garagen, mittendrin und doch verborgen. Okay. Kameras runter.